Das Besondere am Zukunftsviertel in Düsseldorf ist die nachhaltige Versorgung mit Energie, dass zum Beispiel auch jede Menge Ladesäulen dort für die E-Autos installiert worden sind, damit man nachhaltig sich in Düsseldorf bewegen kann. Wir sind täglich im Einsatz, 24 Stunden, 7 Tage die Woche für die Düsseldorfer Stromversorgung. Wir sind für die Endstörung zuständig, für die Wartung, Modernisierung. Und im Störungsfall fahren wir zu Trafostationen und auch C-Stationen hin und kontrollieren dort die Sicherungen, ob die ausgelöst haben. Und wenn sie ausgelöst haben, ersetzen wir die, damit die Düsseldorfer Bevölkerung wieder mit Strom versorgt ist. Die Zusammenarbeit ist wunderbar. Wir arbeiten in einem Team auf Augenhöhe und sind alle gut ausgebildet. Außerdem arbeiten wir mit den Ingenieuren der Netzleitwarte eng zusammen, weil wir die Augen für die vor Ort sind. Gerade bei uns auf der Leitstelle haben wir eigentlich Kontakt in fast alle Abteilungen. Besonders die Monteure und Bauleiter, mit denen stehen wir eigentlich in täglichem Austausch. Wir sehen von unserer Seite das Netz quasi digital und die Leute vor Ort können ganz andere Eindrücke wahrnehmen als wir. Ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Schnittstelle, dass das Ganze nur komplett wird, wenn wir beide darauf schauen. Wir kümmern uns hier in Düsseldorf insgesamt mit 1200 Mitarbeitern um das Stromnetz, versorgen insgesamt 650.000 Kunden, die sich auf etwa 83.000 Netzanschlüsse verteilen und haben ein Kabelnetz von knapp 6500 Kilometern, das wir überwachen und betreiben. Für unseren Arbeitsalltag auf der Netzleitwarte ist auch die Koordination mit Amprion besonders wichtig, da Amprion unser Übertragungsnetzbetreiber ist und wir Baumaßnahmen und Schalthandlungen regelmäßig mit diesen absprechen müssen. Der Alltag zwischen der Netzgesellschaft Düsseldorf und Amprion ist sehr vielfältig. Wir hier in der Gruppenschaltleitung Nord sind für die operative Netzführung zuständig. Das heißt, wir planen gemeinsam mit der Netzgesellschaft Düsseldorf die notwendigen Freischaltungen in den Betriebsmitteln, die für die Versorgung der Düsseldorfer von Bedeutung sind. Bei einem Störungsereignis in unserem Netz bekommen wir hier in der GSL Nord Meldungen, die uns auf dieses Störungsereignis aufmerksam machen. Wir treten dann an die Netzgesellschaft Düsseldorf heran und analysieren diese Meldungen zusammen, beispielsweise wenn eine Störung am Trafo aufgetreten ist, und leiten dann zusammen mit der Netzgesellschaft Düsseldorf Gegenmaßnahmen ein. In der Umspannanlage Ella stehen die sogenannten Netzkuppeltransformatoren. Diese stellen die Schnittstelle zwischen dem Verteilnetz der Düsseldorfer und dem Übertragungsnetz von Amprion dar. Dort stehen zwei Transformatoren, die die Spannung aus dem Übertragungsnetz in Höhe von 220.000 Volt auf 110.000 Volt herunterspannen, was der Netzebene der Netzgesellschaft Düsseldorf entspricht. Gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien hat großen Einfluss sowohl auf Amprion als auch auf uns. Es kommen immer wieder neue Anforderungen, die an die Netze gestellt werden. Wir übermitteln immer mehr Daten an Amprion und der Aufwand wächst. Wir arbeiten eigentlich immer enger zusammen. Im Zuge der Energiewende wird ja auch der sogenannte konventionelle Kraftwerkspark angepasst. Das bedeutet für die Zukunft, er wird weniger. Dafür haben wir einen Ausbau der Photovoltaik und auch der Windenergie. Dies führt zu einer völlig anderen Lastflusssituation, als wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Das heißt, auch in der Zukunft geht es uns darum, mit der Netzgesellschaft Düsseldorf gut zusammenzuarbeiten, um einen sicheren Netzanschluss zur Verfügung zu stellen.